Carl in the City. Wieder ist der Meister des Stils mit seiner Muse Jean Bapp zu Besuch im weihnachtlichen Hamburg. Wir dürfen ihn begleiten. Ganz exklusiv. Hallo, ho. Jean Bapp, weißt du eigentlich, das Spannendste an Weihnachten ist ja immer dieser Moment kurz vor der Bescherung. Ne? Alle stehen da und warten, dass es klingelt. Klingt ja wirklich. Ich hab doch gar kein Handy. Ach, Moment. Hui? Hallo? Hallo? Ja, hier ist auch Karl. Ich heiße nicht nur Karl, ich bin auch Karl. Ah, Karl, ja. Je suis très heureux. Können Sie mir vielleicht helfen, wie ich so meine Weihnachtsdekoration bewerkstelligen soll? Ich habe da einfach keine Idee. Oui, naturellement. Ja, natürlich. Schicken Sie mir das doch einfach auf mein Handy, so mit so einem Bild kann man so weiterschicken. Oui, tout à l'heure. Okay, danke schön. Das war Karl Dahl, ja. Er wollte eine Inspiration haben, brauchte eine Idee pour Dekoration für seinen Weihnachtsbaum. Nicht? Und das mache ich natürlich dann auch. Nicht? Mit dem muss ich noch mal Glühwein trinken. Nur wir zwei. Unter drei auch. Dekoration für Karl Dahls Weihnachtsbaum. Was liegt dafür näher als der Weihnachtsmarkt? Als erstes braucht Karl einen Glühwein. Auch hier Trendsetter. Er bevorzugt Glühweißwein. Genauer Glüh-Bordeaux. Mal gucken, was wir da zu naschen kriegen. Hallöchen, ja? Schmeckt das Zeug eigentlich? Also sowas haben wir früher in die Wischwaschanlage vom Auto getan, nicht? Das ist immer was für Kinder, nicht? Die sind ja auch noch nicht so alt wie Sie, ne? Ja, bitteschön. Das habe ich jetzt nicht gehört. Frechheit. Oh la la, das ist ja ein Lumière, da geht ja mal Licht auf. Hm, das ist eine Salzlampe. Ja, und dazu dann Pfefferkuchen. Och, das sieht ja toll aus, nicht? Gibt's wieder Zimtsterne in diesem Jahr? Ach, haben Sie sogar einen da? Ach, das finde ich. Mund auf, Augen zu. Ich suche nämlich was für Karl Dahl. Kennen Sie den? Ja, selbstverständlich. Für den Weihnachtsbaum. Ach, das will ich mal sehen. Das wird ja gut passen mit den Herzen. Diese Herzen, da gefallen mir gut. Welches denn? Ne, da alle natürlich. Alle, ja. Tulle Dingspapier. Und das wäre natürlich auch was für Karl. Der Karl kann nämlich einen Stiefel vertragen. Ach, ist das inspiriert. Guck mal, die Musik hier. Musik, Zimtstern und Glüh-Bordeaux, eine gute Grundlage. Erfasst ihn gleich wieder eine Inspiration? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Da kann ich ja mal mitmachen. Jean Bapp, wo ist Jean Bapp? Jean Bapp, komm. Für solche Fälle hat der Künstler stets seine Flöte dabei. Auf dem Waschbrett, ein beliebtes Instrument der Modebranche, gibt Karl noch eine Zugabe. Die Massen wollen ihn kaum gehen lassen. Doch der Entwurf für Karl Dahls Weihnachtsbaum kann nicht warten. Das sieht ja interessant aus, wie auf dem Kiez, oder? Aber es gibt keine Erotikshow. Sind Sie bei der Piratenpartei? Ach nee, ich sehe ja, Sie sind bei den Grünen. Ich bin der alte Fritz. Ach Quatsch. Heißen Sie wirklich Fritz? Ich bin der Reinhold. Reinhold? Ja. Er ist der Mann, der die Leute reinholt. Also, dann wollen wir mal rein. Jetzt wissen wir gerne, über Karl Dahl, was Karl Dahl? Also das ist ja sehr, sehr schön hier mit dem Glamour. Das ist ja ein bisschen wie im Lido in Paris. Très chic, très chic. Ach, qu'est-ce que c'est? Sieht aus wie ein kleines Baguette. Das ist aber sehr schön, nicht? So, was passt denn noch zu Karl? Ach, das ist gut. Der hat ja öfter mal einen Kater, nicht? Vor allen Dingen nach dem Glühwein. Und was hilft gegen den Kater? Natürlich eine Gurke. So, jetzt wollen wir dem Karl mal was anhängen, dem Karl Dahl, nicht? Ja, alles muss raus. Der Meister setzt an zum Finale. Ein bisschen Kitsch, Karl Marx. Mit Unterstützung einiger alter Schulkameradinnen, die er zufällig trifft, gibt er alles für Karl Dahls Baum. Pass auf, aber zu viel ist auch immer zu viel, nicht? Also ich sage immer, es muss ja auch irgendwie dezent sein, nicht? So, was haben wir denn noch? Oh, ja, das brauchen wir nicht aufhängen. Das ist ein Uhu, der klebt von selber, so. Ganz spezielle Kugel, nur für Karl Dahl, nicht? Für die individuelle Note ein Schnellporträt von Karl für Karl. So, fertig. Siehst du, jetzt hängt nicht nur die Kugel, sondern auch das Auge. Voilà. Präsentier mal. Händchen raus und lächeln. Ja, so ist es gut. Und... Das ist ja toll, das mache ich so. Genau so wird's gemacht. Nach dieser Begeisterung bei Karl Dahl stellt sich nur die Frage, wie geht's nun zu Weihnachten weiter mit Jean Bapp und Karl? Mal zur Wahrsagerin. Oh, das ist ja toll. Guck mal hier, Wahrsagen im alten Zigeunerwagen. Wer das wohl macht? Hm? Oh, Madame Odessa. Ach, da ist sie ja. Da können Sie aus meiner Hand was lesen? Ich weiß nicht, da sehen Sie ja schwarz, nicht? Alles nur schwarz. Alles nur schwarz, ne, das wollen wir nicht. Ach komm, gib mal dein Händchen her, nicht? Was sehen Sie denn? Er ist ein Engel. Ha? Du bist ein Engel? Tatsächlich. Exklusiv sind wir Zeuge, wie Jean Bapp einen Direktflug Hamburg-Paris antritt in der Christmas Class.
beflügelt durch Inspiration. Danke.